Nein, das hat man Markus Wallner. Österreich hat eine neue Bundeskanzlerin, die erste in der Geschichte der Zweiten Republik. Was ist Ihr erstes Fazit der aktuellen Situation? Also nach dem Sturz des Bundeskanzlers und der gesamten Bundesregierung, aus meiner Sicht immer noch extrem unverständlich, durch die SPÖ und durch die FPÖ ist jetzt eine wichtige Entscheidung gefallen. Der Bundespräsident hat aus meiner Sicht sehr klug und besonnen reagiert, auch sehr rasch reagiert und hat jetzt einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Bildung einer Übergangsregierung gesetzt. Mit Frau Dr. Bierlein kommt eine Persönlichkeit an die Spitze der Bundesregierung, die über sehr viel Erfahrung verfügt. Immerhin ist sie ja Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, mittlerweile muss man sagen gewesen. Und das bedeutet ja auch, dass sie sehr gute Kenntnisse hat über das Staatswesen in Österreich, dass sie auf jeden Fall eine gute Fachlichkeit mitbringt, auch ein gewisses Maß an internationalen Verbindungen, so dass ich davon ausgehen kann, dass wir es hier mit einer integren Persönlichkeit zu tun haben, die jetzt an die Spitze der Bundesregierung kommt. Damit werden Voraussetzungen geschaffen für die Bildung einer Übergangsregierung und es werden Voraussetzungen geschaffen, ein gewisses Maß an Stabilität wiederherzustellen, was für die nächsten Monate ganz entscheidend sein wird. Aus Vorarlberger Sicht kann ich ihr jedenfalls Unterstützung und Zusammenarbeit anbieten. Soweit man aktuell weiß, wird der Vizekanzler auch ein Jurist sein. Der kommt dementsprechend aus dem Verwaltungsgerichtshof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Was sind Ihre Erwartungen? Werden Juristen jetzt auch künftig den Rest der Expertenregierung stellen oder wird man da doch etwas weiterdenken müssen? Also ich glaube, man muss ja noch einmal sagen, worum es hier wirklich geht. Es geht ja auch darum, jetzt darum, dass eine Übergangsregierung gebildet wird. Was kann man sich von einer Übergangsregierung erwarten? Man muss sich erwarten können, dass jedenfalls ein Beitrag zur Stabilität geleistet wird und dass insgesamt die Staatsverwaltung gut geführt wird. Was man sich nicht erwarten kann, sind jetzt große gestalterische Entscheidungen. Das ist Aufgabe einer dann neu zu bildenden Regierung nach den Neuwahlen. Aber jetzt für die nächsten Monate wäre es schon wichtig und ist es auch wichtig, dass die Staatsverwaltung als solches funktioniert. Also insofern sind jetzt meine Erwartungen nicht allzu hoch. Sie liegen vor allem darin, dass jetzt nichts schief geht, dass auch Leute drankommen, in Ministerpositionen kommen, die denn das Ministerium kennen, die denn die Verwaltung gut kennen und im Sinne einer Übergangsregierung auch miteinander gut zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ansonsten kann man sich ja von einer Übergangsregierung auch nicht mehr erwarten. Aber ein Schritt in diese Richtung tut gut, weil das Chaos der letzten Tage und Wochen, ich glaube, das haben schon viele satt und es wäre jetzt wichtig, dass man etwas in ruhigere Fahrwasser kommt. Wir können dazu auch einen Beitrag leisten, wir Landeshauptleute sind ja auch interessiert daran, dass das Staatsganze funktioniert und können auch mit einer Übergangsregierung jedenfalls bis auf Weiteres in den nächsten Monaten sicher auch brauchbar zusammenarbeiten. Das sind die Dinge, die man sich erwarten kann. Wir werden im Land sicher schauen, was sind anstehende Bundesentscheidungen, was sind Projekte, die wir mit dem Bund haben, wo sind Bundesfinanzierungen. Und ich werde persönlich ja alles tun, dass das auch stabil weitergeführt werden kann. Wir wollen ja nicht, dass etwas aus dem Ruder läuft, sondern dass es insgesamt, eher jetzt, wie gesagt, in ruhigere Fahrwasser wiederkommt. Das kann man garantieren. Wichtig ist mir auch einen Aufruf ans Parlament zu geben. Ich hoffe da auch, dass die neue Bundeskanzlerin die Meinung teilt. Ein Aufruf in diese Richtung. Man sollte jedenfalls jetzt vermeiden, dass Wahlgeschenke verteilt werden im Parlament. Wir haben das schon einmal erlebt mit ganz teuren Folgekosten. Ich kann mich noch gut an das letzte Mal erinnern. Dort hat man relativ kurz vor dem Wahlgang den Pflegeregress aufgehoben. Länder und Gemeinden sind auf dreistelligen Millionenbeträgen dann sitzen geblieben. Es hat ein Jahr lang intensive Verhandlungen danach gebraucht, um dieses Problem einigermaßen in den Griff zu bekommen. Mittlerweile läuft das wieder. Aber man hat schon gesehen, wenn im Parlament ein Spiel der freien Kräfte herrscht und eine gewisse Casino-Mentalität um sich greift, wenn Wahlgeschenke wahllos verteilt werden, sich freie Mehrheiten bilden, dann verliert man oft den Blick auf das Finanzielle und man kann dann am Wahltag danach wieder mit den Aufräumarbeiten beginnen. Ich glaube jetzt mit Frau Dr. Bierlein an der Spitze dieser Bundesregierung ist jemand da, der auch diese Problematik kennt, weil mit den tiefen Kenntnissen über das Staatswesen wird man sich auch in der Frage auskennen.
Und das ist eher eine Bitte von mir in diese Richtung, eine Aufforderung, ein Appell, dass jetzt dann die neue Übergangsregierung und der Nationalrat auch zusammenarbeiten und jedenfalls alles tun, damit es nicht wieder so weit kommt wie schon einmal. Man darf jetzt nicht die Millionen zum Fenster rausschleudern mit irgendwelchen Wahlgeschenken im Parlament, das ist der falsche Weg, sondern es braucht jetzt eine Stabilität in Regierung und Verwaltung, Übergangsregierung und Verwaltung, und dann werden die Neuwahlen klären, wie es letztlich weitergeht.